Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes und dem gezackten Skalpell hier. Und ich bin der NRW über 18. Wir haben in der letzten Folge einiges über Anna herausgefunden. Und ich vermute mal, dass dieser kleine Junge, den wir da am Picknickplatz da getroffen haben, dem wir da den Kreisel gegeben haben, dass das der Sohnemann von ihr ist und sie jetzt nun versucht, über hier den Anwalt dann sozusagen das Sorgerecht wieder zu erreichen. Es wird immer verworrener hier, es wird immer verworrener. Aber gefällt mir. Wir kommen auf jeden Fall in der Story voran. So, also wir haben jetzt mit ihm ja einen Deal, dass wir sie finden. Und dann sollen wir sie zu ihm bringen. Jetzt ist halt nur die Frage, wo geht es weiter? Unten bei dem Brumsville? Antonio. Warte mal, wir könnten aber nochmal hier zum Polizeigefängnis gehen, denn wir haben ja jetzt noch einige interessante Sachen, die wir ihm hier auch nochmal an den Kopf schmeißen könnten. Ausweis an der Wache. In Ordnung. Mr. Holmes und Sie, Dr. Watson. Ja. Blackwood. Ich wusste es. Es sieht so aus, Mr. Blackwood, als hätten Sie Ihren Auftrag doch noch erfüllt, ohne es zu wissen. Was meinen Sie damit, Mr. Holmes? Anna hatte den Brief ihrer Schwester, Sarah, zur Aufbewahrung gegeben. Sie trug ihn immer bei sich, in einem Anhänger um den Hals. Genau dem Anhänger, den sie ihr nach dem Mord vom Hals rissen. Mr. Blackwood, wenn Sie also irgendwelche Gnade vom Gericht erhoffen, dann verraten Sie uns den Namen des Hehlers. Wow. Das ist wohl die berühmte Ironie des Schicksals, nicht wahr, Holmes? Ich erledige meinen Auftrag und werde dafür gehängt. Nun, wo ich hingehe, dann nützt mir Verschwiegenheit auch nichts mehr. Reden Sie mal mit einem gewissen Jameson. Jameson? Er hat ein Pfandhaus auf der anderen Seite vom Fluss. Eine perfekte Tarnung für seine Art Geschäfte. Er und ich haben ein paar Geschäfte miteinander gemacht im Laufe der Jahre. Er ist ein cleverer Kerl und hat ziemlich gute Beziehungen. Okay, danke. Haben Sie uns sonst noch irgendwas zu sagen, Mr. Blackwood? Ich habe genug ausgespuckt. Alles, was ich weiß. Ich hoffe, Sie können mich dafür vor dem Baumeln bewahren. Um die Wahrheit zu sagen, Blackwood, ich bezweifle es. Aber das wussten Sie von Anfang an, nicht wahr? Sie mögen sich jetzt mit einem reinen Gewissen besser fühlen. Ich leider nicht. Okay. Schön, wir haben einen neuen Wegpunkt. Wegpunkt. Und der ist wo? Ah, da. Jamesons An- und Verkauf. Die Karte, die wird immer bunter hier. Es ist so herrlich. Oh, ist auch schön hier. Was können wir uns denn hier alles angucken? Schauen wir uns erstmal im Laden um. The Pup. Eine niedliche Pappmaché-Figur mit bemaltem Porzellankopf. Gekleidet wie ein holländisches Milchmädchen. Oh. Starley-Fahrrad. Ein Sicherheitsfahrrad in leuchtendem Grün, hergestellt von der Firma James Starley in Coventry. Raffiniert ausgestattet mit den revolutionären pneumatischen Gummistreifen, wird es wohl in absehbarer Zeit alle anderen Arten von Velozipeden vom Markt verdrängen. Eine Trommel. Eine große Trommel, augenscheinlich eine Replika der Trommeln, die John Philip Sousas US Marine Band verwendet. Alter Phonograph. Das ist in der letzten Dekade so populäre Modell von Thomas A. Edison. Diese Maschine kann nur Platten aus Zinnfolie abspielen, die aber in letzter Zeit mehr und mehr durch die geschnittenen Shellac-Platten verdrängt werden. Cello. Mit seinen abgegriffenen Stimmwirbeln aus Elfenbein und dem künstlich gealterten Ebenholzfurnier möchte dieses Instrument gerne für ein handgearbeitetes italienisches Violoncello aus dem 18. Jahrhundert gehalten werden. Sein wirkliches Entstehungsdatum dürfte allerdings innerhalb der letzten 10 Jahre liegen und nicht die Hände eines italienischen Meisters, sondern die eines Bandarbeiters in einer Ramschfabrik waren seine Geburtshelfer. Ah, Holmes. Du umschreibst das immer alles so toll. Was? Noch eine Puppe? Eine niedliche Pappmaschine mit bemaltem... Was, die auch? Tatsächlich. Zwei solcher Puppen.
Eine Lampe. Eine kleine Öllampe, geeignet als Nachttisch- oder Leselampe. Ihr Fuß besteht aus Delfter Porzellan mit dem typischen blau-weißen Blumenmuster. Die gläserne Theke schützt Münzen, Ringe, Anhänger, Armbänder, Edelsteine und andere kleine, leicht versteckbare Waren. Nur gucken, Watson. Der Eigentümer ist ein beliebter Mann, in gewöhnlichem Tweed gekleidet. Stechende braune Augen beherrschen sein Gesicht und sein Mund sieht aus, als würde er im entspannten Zustand der Welt immer noch ein verachtliches Grinsen zeigen. War nicht schlecht. Watson, was sagst du? Na, was gefunden, was Ihnen gefällt? Ah, verschiedenes. Das Fahrrad ist ein Renner. Das Cello wäre auch nett. Ich könnte es so spielen lernen. Dann könnten wir Duette vortragen. Oder wenigstens zwei Stimmen von Beethovens Quartetten. Ersparen Sie uns das, Doktor. Mr. Hudson hat auf Ihre unnachahmliche, dezente Weise angedeutet, dass Ihrer Meinung nach schon ein Musiker pro Haushalt eine krasse Überbesetzung darstellt. Okay. Wir sprechen mit Nigel. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie unlängst illegal in den Besitz eines ovalen Elfenbeinanhängers mit schwerer Goldkette gekommen sind. Ich würde gerne ein paar Gegenstände kaufen und vielleicht auch noch ein paar Informationen. Naja, fangen wir erstmal an. Ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Was? Wie redet der denn? Sie haben ja vielleicht Grund zu der Annahme, aber haben Sie auch Beweise? Ich habe die habe ich allerdings. Ich sah zum Beispiel, wie sie an der Surrey-Frachtdocks den Anhänger von George Blackwood bekam. Richtig, das ist der Typ, der nach unten abgehauen ist. Glaube ich kaum. Wenn sie nichts Besonderes zu tun haben, lassen sie sich von mir bloß nicht davon abhalten. Okay. Nochmal. Beweise, ich habe da die. Seht da, jetzt muss ich was schon ausgegraut ist, muss ich nochmal anklicken, damit ich hier die restlichen auch noch anklicken kann. Eieieiei. Die habe ich allerdings. George Blackwood selber hat mir ihren Namen verraten in seiner heimlichen Zelle in der Bow Street. Wenn Sie jeden eingesperrten Kriminellen glauben, sind Sie selber schuld. Gut, tschach, die Herren. Alter, ist der hartnäckig. Ich glaube nicht, dass ich große Schwierigkeiten hätte, die Polizei davon zu überzeugen, dass sie sich durch die Annahme des Anhängers an einem Mord mitschuldig gemacht haben. Mord, wa? Also nur mal langsam. Ich erinnere mich plötzlich an den Anhänger. Konnte ja nicht wissen, dass der gestohlen war. Ich kann ja nun nicht bei jedem Stück hier im Laden wissen, wo es genau herkommt. Weiß ja auch nicht, ob jeder Handel hier unbedingt ja ist. Ich bin Geschäftsmann, wissen Sie, und ich muss im Juden vertrauen auf die Ehrlichkeit meiner... Sparen Sie sich das auf für Inspektor Lestrade, Mr. Jameson. Wo ist der Anhänger? Habe ich verkauft, fast sofort, nachdem ich ihn bekommen habe. An so einen Privatschnüffler namens Moorheat. Der kennt sich mich und weiß, dass ich manchmal mit, ganz spezieller Ware handle, wenn sie verstehen. Hat sein Büro in der Stadt, da können sie ihn finden, nehme ich an. Das ist alles, was ich weiß. Wo ist denn der? Hat sie irgendjemand sonst auf den Anhänger angesprochen? Ich darf sie nochmal ermahnen, ehrlich zu sein zu mir, ja. Jetzt, wo sie sagen, ja, da war noch einer. War hier kurz nachdem ich das Ding an Moorhead verkauft habe. Einer meiner Stammkunden, aber ein bisschen leicht erregbar. Er fragte auf ziemlich unfreundliche Art und die Art dem Anhänger und an wen ich ihn verkauft habe. War bei seinen Methoden zwar nicht ganz so gesittet wie Sie, meine Herren, aber genauso erfolgreich. Wie lautete der Name dieses sogenannten Kunden? Hunt, Robert Hunt, oh Gott. Was wissen Sie über ihn? Ach, so, wenn Sie es geht, wenn Sie mich verstehen. So wenig, wie es geht, wenn Sie mich verstehen. Der steckt bei mir in der Schublade, wo drauf steht, ungesunde Geschäftspartner.
Oh Gott. Ei, ei, ei. Nicht, dass der jetzt den Anwalt, der das hier gekauft hat, umgebringt. Ey, das wär's ja jetzt. Ich würde gerne ein paar Gegenstände kaufen und vielleicht auch ein paar Informationen. Alle Sachen hier haben ihren Preis und der steht auf dem Preisschild. Können wir aber darüber reden. Informationen sind hier etwas teurer, wenn sie nicht nur den Weg zum Big Ben wissen wollen. Okay. Das war's? Ah, tatsächlich. Okay, ich denke mal, warte mal, Watson. Naja. Gut, dann auf zum nächsten. Wo soll der jetzt sein? Da. Moorhead und Gardner Detektei. Ach, Herr Jemine, es wird immer mehr hier auf der Karte. So, guten Tag. Okay, wir gucken uns wieder um. Gerahmte Fotografie. Ein gerahmtes Bild aus der Aberdeen Illustrated Gazette. Es zeigt einen ernst dreinblickenden Polizisten und trägt die Bildunterschrift Officer Gardner verhindert Einbruch. Der Mann auf dem Bild ist in den besten Jahren und ansonsten eher unauffällig. Okay. Alte Schreibmaschine. Der Name von Philo Remington steht auf diesem alten Gerät. Früher einmal war die Maschine bestimmt ein hilfreiches Arbeitszeug, aber mit einigen defekten Tasten und ohne Farbband ist sie jetzt nicht mehr viel mehr als ein ziemlich gewichtiger Briefbeschwerer. Vielleicht ist sie erinnerungswert. Vollgestopfter Schreibtisch. Gäbe es ein Jahres... Treffen für Sekretariatszubehör, dessen Teilnehmer sich nach einem durchzechten Abend alle in die gleiche Droschke zwingen wollen. Der Effekt wäre etwa der gleiche wie auf diesem sogenannten Arbeitsplatz. Schreibunterlagen, Papiere, Löschpapier, Brieföffner, Büroklammern, Heftzwecken, mehrere Aktendeckel, etwas Lesestoff in Form von billigen Romänen und eine Sammlung gebrauchter Teetassen sind in einem so labilen Gleichgewicht übereinander gestapelt, dass schon weniger heftige Bewegungen einen Erdrutsch auslösen könnten. Boah, sag doch einfach, der Tisch ist voll. Mein Name ist Sherlock Holmes und dies hier ist mein Kollege Dr. Watson. Wir würden gerne einen der Geschäftsführer sprechen, vorzugsweise Mr. Moorhead. Ich bin Violet Greger, Vertraute und Assistentin der Gentleman. Ich schaue... Mr. Moorhead, hier ist ein Mr. Sherlock Holmes für Sie. Mr. Moorhead, hallo. Er muss rausgegangen sein, als ich gerade in der Teepause war. Ach ja, hier ist eine Notiz. Ich bin in 2 Stunden wieder zurück. HM. Sie können Ihre Karte dalassen, wenn Sie möchten. Ach, du liebe Zeit. Könnten wir dann vielleicht Mr. Gardner sprechen? Nein, tut mir leid. Mr. Gardner ist heute nicht ins Büro gekommen, was übrigens höchst gemein von ihm ist. Warum? Warum stört Sie Mr. Gardners Fernbleiben, wenn ich fragen darf? Weil ich von Neugier platze. Darum, eine Klientin, die natürlich ungenannt bleiben muss, wie Sie sicher verstehen, hat ihn zu einem mitternächtlichen Treffen in den Regents Park bestellt. Ich habe das Telegramm gesehen. Da stand noch irgendein Unfug von wegen Schmuck mitbringen und so. Aber ich wusste genau, worum es ging. Und Mr. Gardner natürlich auch. Als er ging, lächelte er über das ganze Gesicht. Mr. Moorhead und ich haben uns prächtig darüber amüsiert. Mr. Gardner ist die Junggeselle, müssen Sie wissen, und er hat... War diese Klientin eine Miss Anna Carraway? Woher um alles in der Welt wissen Sie das? Oh, ich ahne Fürchterliches. Miss Granger, wir helfen der Polizei bei der Untersuchung eines Mordfalles. Dürfen wir Mr. Moorheads Büro einmal sehen? Auf keinen Fall. Selbst wenn ich Ihnen die Erlaubnis gebe. Wenn ich nicht da zu tun gedenke, kämen Sie gar nicht rein. Mr. Moorhead schließt immer ab, wenn er geht. Und er pflegt zu sagen, in dieses Büro käme man nicht mal mit einem Hammer rein. Aha. Haben wir... Oh, Moment, jetzt gucke ich mich aber erst nochmal um. Habe ich hier sonst noch was mit dir? Nein. Was haben wir hier? Porträt der Königin Victoria. Dieses Porträt, auf denen die Königin in voller Robe auf ihrem Thron dargestellt wird, werden gerne in den Büros windiger Unternehmen aufgehangen, um eine gewisse Aura der Respektabilität und Solidarität zu verbreiten. Solidität, so rum.
Rohrpostrohre, okay. Die Röhre geht durch die Wand des Büros. Wenn sie funktioniert, ist sie ein effektives Kommunikationsmittel und vermindert das Risiko überanstrengender Stimmbänder beim Personal. Genau, und man kann alles mithören, was im Nachbarraum geredet wird. Das ist auch so geil, dass jetzt ausgerechnet hier, sicher abgeschlossen, die Musik die ganze Zeit anbleibt. So, hatten wir nicht einen Hammer? Genau, benutze Hammer mit Tür. Nein, oh schon. Kacke, benutze Hammer mit. Nein. Bewege vielleicht? Auch nicht. Ach, schade. Okay. Ich denke mal, ich will jetzt mal gucken, ob wir jetzt einen neuen Wegpunkt haben. Wegpunkt. Herrgott. Ha, wusste ich's doch. Zoologischer Garten, London. Ei. Erst ging's überhaupt nicht weiter und jetzt überstürzt sich das Spiel hier. Was, Constable Duggan, was macht er denn hier? Guten Morgen, Constable. Ich habe noch nie erleben dürfen, dass einer der von Inspektor Gregsons Leuten Zoodienst leisten muss. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Es hat hier etwas Ärger gegeben, aber wir haben alles im Griff. Wir haben den Publikumsverkehr gestoppt, bis wir mit unseren Untersuchungen fertig sind. Was ist vorgefallen? Nun, ganz im Vertrauen. Ein Mann ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, wenn Sie wissen, was ich meine. Oh nein, ich wusste es. Ich habe es eben noch gesagt. Ja, ich verstehe. Vielleicht könnte Inspektor Gregson etwas Unterstützung gebrauchen? Das könnte er sicher, Mr. Holmes. Obwohl er es höchstwahrscheinlich nicht zugeben würde. Er ist heute in ziemlich übler Laune, Sir. Also seien Sie etwas diplomatisch. Sie finden ihn irgendwo hinten am Elefantengehege. Ach du Scheiße. Tor des Zoo. Oh, ich kann mir nichts angucken. Nur das Tor? Okay. Tag, Mr. Holmes, Dr. Watson. Ja, okay. Ein Elefantöse. Ein weiblicher indischer Elefant. Offensichtlich, der bewegt sich sogar. Offensichtlich gut genährt, gut gepflegt und so fröhlich, wie es ein Tier hinter Gittern sein kann. Kommt der jetzt hier hin? Bewege Elefant. Lässt sich nicht bewegen. Oh, streichel ihn. Warum habe ich hier nicht Streichel? Zu den Löwen. Zum Haupteingang. Klockeli. Die Elefantendame heißt Chloe, ist 32 Jahre alt und ist im Regent's Park Zoo wohnhaft, seit sie erwachsen ist. Zur Zooverwaltung, okay. Da lang oder da oben? Oh! Ah, Mr. Holmes, mal kurz vorbeigekommen, um Ihren Senf dazu zu geben. Naja, Sie können hier ruhig mal einen Blick drauf werfen. Ich weiß ja, dass... Danke. Guten Morgen, Inspektor. Was gibt es denn hier? Die Leiche habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht gesehen. Was gibt's denn hier nur zu sehen? Einen vorbildlichen Unbekannten. Steif wie das berühmte Brett. Seit mindestens 8 Stunden tot. Eingeschlagener Schädel dürfte der Grund dafür sein. Seine Taschen sind leergeräumt worden, also nehme ich an, es handelt sich um Raubmord. Was können Sie mir über den Tatverlauf sagen? Darüber haben Sie doch bestimmt schon eine eigene Meinung. Haben Sie doch immer. Haben Sie sonst noch etwas entdeckt, Inspektor? Nicht, was in einem Amateur anvertrauen könnte. Hat er mich gerade Amateur genannt? Unglaublich. Collahan. Constable, haben Sie irgendwas bemerkt, dass Inspektor Greason helfen könnte, in diesem Fall etwas mehr Licht zu sehen? Ihr habt nichts Interessantes hier gesehen, außer dem Elefanten. Irgendwie überrascht mich diese Antwort jetzt überhaupt nicht. Natürlich, mich auch nicht. Okay. Schnittwunden an den Aufschlägen. Ach, Herr Jemini. Mehrere Schnittwunden wurden dem Opfer im Bereich der Jackenaufschläge beigebracht. Rund um die Einschnitte ist der Stoff stark zerrissen und die Anordnung der Wunden erinnert an Tierklauen. Oha. Gebrochenes Bein. Das Bein scheint eher durch einen Sturz gebrochen als durch menschliche Einwirkung. Ach, hier ist der in irgendein Gehege gefallen oder was? Der Körper eines Mannes im mittleren Alter liegt in der typischen Haltung des Toten.
des Todes. Der Kopf ist zur Seite gedreht und ein Knie ist leicht angezogen. Sein schwarzes Haar ist nur an einer Stelle matt, nämlich dort, wo das Blut aus seinem eingeschlagenen Schädel getrocknet ist. Seine Kleidung von vernünftiger Qualität ist sehr stark verschmutzt. Das linke Hosenbein ist aufgerissen und gibt den Blick auf diverse Abschürfungen, Kratzer und Stiche frei. Stiche? Merkwürdigerweise sind seine Wunden nur von wenig Blut umgeben. Obwohl sein Kopf nun eine etwas andere Form hat, ist Frederick Gardner noch seinem Foto in der Moore, Heat und Gardner Agentur deutlich wiederzuerkennen. Scheiße. Okay, ich habe so eine Vermutung, wer ihn umgebracht hat, aber Alter, die Falter, ey. Habe ich hier sonst noch einen Punkt, den ich... Geh mal hier auf Seite, Holmes. Wir haben Leiche, wir haben Schnittwunden, wir haben das gebrochene Bein. Und das war's, oder? Ja, okay. Gut, dann schauen wir uns hier drin nochmal um. Auf diesem polierten Messingschild steht Zoologischer Garten London, Peter Hollingston, Oberwärter. Okay, geht's hier noch irgendwo weiter? Nein, okay, Holmes rutscht gerade in eine andere Dimension. Okay. Halt, Watson. Dahinter steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Ich bin erstaunt, dass sie es so auf die leichte Schulter nehmen. Was? Ach, okay, ja, ich rede nochmal mit dir. Moment. Ach. Wo ist er getötet worden, Inspektor, und warum haben sie die Leiche bewegt? Wie immer, Mr. Holmes, kommen Sie sofort zum kritischen Punkt. Ich habe den Jungen hier gerade gesagt, dass dieser Körper bewegt worden ist. Aber woher wissen Sie das? Wenn man seine Kopfwunde bedenkt, müsste da, wo er hingefallen ist, eigentlich mehr Blut auf dem Boden sein. Was? Ah ja, genau mein Gedanke. Er wurde also bestimmt nicht hier fertig gemacht, nicht wahr? Genau, es war irgendwo, wo es feucht und schmutzig war. Feist und schmutzig. Und er wurde von einer ziemlich kleinen Person bewegt. Ach ja, als nächstes erzählen Sie mir noch, was für Kekse er zu seinem letzten Tee geknabbert hat. Wenn ich diese nötige Zeit hätte, vielleicht. Alles, was ich Ihnen im Moment sagen kann, ist, dass er von Beruf Detektiv war. Ein linkshändiger Junggeselle mit dunklen Augen, ein Ex-Polizist und ziemlich dumm. Er wurde von einem gedungenen Mörder getötet. Gedungenen? Mr. Holmes, Sie strapazieren mein Wohlwollen und meine Geduld, wenn Sie so daherreden. Ganz ehrlich. Glauben Sie, Sie haben einen Idioten vor sich? Sie wissen all diese Dinge doch gar nicht. Können Sie gar nicht. Sie wollen nur ein wenig angeben. Vielleicht sollten Sie besser gehen. Denken Sie daran, sich in Polizeiangelegenheiten einzumischen, ist eine kriminelle Handlung. Sie sagten vor kurzem, Sie bekämen niemals interessante Fälle. Sicher haben Sie inzwischen selbst erkannt, dass diese Bemerkung ziemlich etwas voreilig war. Gregson, zu viel Stolz ist ungesund. Inspektor, guten Tag. Oh, ob der den jetzt mal fertig gemacht hat. Okay, können wir jetzt... Warum? Ist die Übersetzung manchmal hier so für einen Hund? Naja. Gut, dann, wen finden wir hier? Ah, okay. Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Okay, das finden wir in der nächsten Folge raus, was er für uns tun kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns da alle wiedersehen. Macht es gut, bis dann, NFW über 18, adieu.